Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer Bärlauchbutter-Swirl. Wie das funktioniert, dass ihr so einen schönen Swirl hinbekommt, das verrate ich euch gleich. Also bleibt dran. Und was da noch so drin ist, die kleinen Geheimnisse erfahrt ihr jetzt im Video. Eure Silke. Für unsere Kräuterbutter brauchen wir ein kleines und ein großes Schälchen. Natürlich Bärlauch, weil wir machen ja eine Bärlauchkräuterbutter. Etwas Salz. Zitronenabrieb. Etwas Öl. Ich habe hier ein Rapsöl genommen. Könnt ihr auch gerne Sonnenblumenöl nehmen. Bitte kein Olivenöl. Ich finde es geschmacklich nicht so toll. Und natürlich Butter. Wir starten damit, dass wir den Bärlauch klein schneiden. Ich habe ihn schon gewaschen. Ich habe ca. 30 Gramm Bärlauch genommen. Also das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, wie viel Bärlauch ihr haben möchtet. Ich halbiere den einfach mal. Nehmen wir so zusammen. Und schneide ihn jetzt wirklich richtig schön klein. Den Bärlauch haben wir jetzt klein geschnitten. Wir starten damit, dass wir die komplette Butter in das große Schälchen geben. Einmal hinein. Und die Geschmackskomponenten, die ihr überall drin haben wollt, die macht ihr jetzt hier rein. Das heißt, ich gebe hier ein bisschen Salz mit dazu. Wie gesagt, müsst ihr nicht, aber wenn ihr möchtet, ihr könnt auch noch Pfeffer und Paprika dazu geben. Und ich gebe den Schuss Öl mit dazu. Und das Ganze tun wir jetzt richtig schön miteinander vermischen. So, die Butter haben wir jetzt gut vermischt. Der Grund, warum jetzt da ein Schuss Öl drin ist, ist einfach, ja, dann ist es streichfähiger. Wir arbeiten das Öl mit rein. Ihr kennt es vielleicht von der einen oder anderen Markenbutter. Steht auch drin mit Rapsöl mit dabei. Das hat nicht den Gesundheitsaspekt, sondern dass sie streichfähiger bleibt, auch wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Also ich teile das Ganze jetzt, weil ich ja zweifarbige Butter machen möchte. Das heißt, ich gebe circa ein Drittel hinaus in das kleine Schälchen. Da gebe ich die Zitrone mit hinein. Ja? Und in das andere gebe ich unseren Bärlauch. Ich habe den relativ grob geschnitten, weil ich den Geschmack eigentlich sehr mag. Und ich habe kein Problem, da drauf zu beißen. Ich finde es eigentlich recht angenehm. Wir mischen beide Butter Sorten jetzt durch. So, ihr seht jetzt richtig schön den Farbunterschied zwischen der Zitronenbutter und zwischen der Bärlauchbutter. Aha, beides ist gut durchgerührt. Und nun gehen wir her und geben das Ganze in eine Klarsichtfolie. Auf die Klarsichtfolie streiche ich nun die grüne Masse. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich mit dem Spatel so ein bisschen nach innen geschoben habe. So habe ich die Fläche wieder ein bisschen kleiner gemacht, weil die Enden laufen meistens ein bisschen dünn aus. Und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich die auf der Frischhaltefolie einfach so zur Seite genommen, hochgeschoben, sodass es ein bisschen dicker ist. Es hat jetzt eine Dicke von ungefähr 3 bis 4 mm. Und das gebe ich jetzt in den Kühlschrank, lasse es ein bisschen anziehen. Es soll nicht durchgefroren sein, aber auch nicht ganz flüssig, sodass die zweite Butter, die Zitronenbutter, darauf auch noch ein bisschen Halt hat. Denn die sollen sich ja miteinander verbinden. So, die Kräuterbutter ist jetzt ein bisschen fest geworden. Also sie ist richtig stabil, wie ihr sehen könnt. Sie ist verbunden noch mit der Glassichtfolie, aber fest. Und das ist wichtig. Jetzt geben wir unsere Zitronenbutter da drauf. Wie gesagt, wenn ihr da noch Paprika mit reinmachen wollt, ist natürlich auch optisch ein schöner Effekt. Oder getrocknete Tomaten. Ist natürlich dann richtig ein Roteffekt. Ist auch ganz toll. Ich tue es von meiner Arbeitsfläche runter, wenn es gerade ist. Verteile die jetzt schön darauf. Die Schicht ist jetzt wesentlich dünner, weil wir haben auch nur ein Drittel genommen. Aber ich möchte auch, dass die Kräuterbutter, also die Bärlauchbutter, vorschmeckt und nicht die Zitronenbutter. Die soll ja nur unterstreichen. Geschmacklich, mehr nicht. Und ein kleiner Farbtupfer werden. Und damit sich das nicht vermischt, musste halt die Bärlauchbutter etwas fest werden. Ihr müsst sie nicht bis zum Rand machen. Lasst die nochmal 5 Minuten anziehen. Ich habe übrigens die Bärlauchbutter so circa eine Viertelstunde drin gehabt, damit die richtig gut anzieht. Und das gebe ich 5 Minuten, weil die Kühle von der Bärlauchbutter kommt ja gleich mit. Und wir möchten das Ganze ja noch formen können. Also nochmal 5 Minuten in den Kühler, in den Kühlschrank. Die Butter ist jetzt ein bisschen fest geworden. Aber noch nicht ganz fest, denn wir wollen sie noch rollen. Die Seite hier ist etwas dünner bei mir als hier, also fange ich hier an zu rollen. Das heißt, ich klappe die nach oben, drücke die ein bisschen ein und ziehe dann die Klarsichtfolie, Moment, hier noch ein bisschen, so, drücke die schön aufeinander. Das ist ja schon mal die erste Rolle gemacht ist. Und dann drücke ich die einfach so
aufeinander. Ich glaube, ihr könnt das richtig gut nachvollziehen. Seht ihr das? Ich denke, ja. So, eure Rolle ist fertig. Die könnt ihr jetzt sowohl in den Kühlschrank geben oder natürlich auch in den Gefrierschrank. Und wenn sie richtig fest ist, dann könnt ihr sie aufschneiden. Freut euch auf die Bilder danach, wenn die Kräuterbärlauchbutter aufgeschnitten ist. Und viel Spaß beim Nachmachen, eure Silke. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wer mir noch nicht folgt, ich freue mich, wenn ihr es nachholt. Bis dann! Und wenn eure Kräuterbutter schön hart geworden ist, dann könnt ihr sie aus der Frischhaltefolie nehmen und einfach mal anschneiden und euch anschauen, wie sie geworden ist. So, sieht sie nicht klasse aus? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und das ist auch ein tolles Mitbringsel für die nächste Party. Viel Spaß, eure Silke von Anders Backen. Wir sehen uns beim nächsten Video.